Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods & Co. Ja, wir sind in Folge 843 und stehen ja schon vor der ersten Mod. Genau, nämlich diesen kleinen Dumper, hätte ich fast gesagt. Ja, wir sind hier bei Brochen, habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen. Engineering LTD kommen, da steht es dementsprechend dran. Mega High Speed steht hier noch dran. Das ist ein kleiner Kipper. So sieht es halt aus. Also ein kleiner Zweiachs-Anhänger. Man sieht hier schön die Hydraulikgeschichten. Selbst mit dem Kleinstgestänge-Part hätte ich fast gesagt. Ne, man sieht hier, die Anschlüsse sind gesetzt, schön das Logo gemacht. Das ist alles ziemlich wunderprächtig. Deswegen machen wir auch mal wunderprächtig das gute Stück an und machen wir auch den Abkippmechanismus. Dann sehen wir nämlich die Hydraulik dann auch in Action, die dann dafür sorgt. Ne, da sieht man, dass das Ganze wirklich, da dreht sie sich sogar noch, warum auch immer. Hat sie aber wie gesagt, Deckel auf, alles abgeladen. Wir haben einen schönen Doppelhub hier vorne. Das sieht alles schon ziemlich gut aus. Ne? So, steigen wir aus. Da sehen wir das Ganze auch nochmal, wie es runterkommt. Schmutzfänger auch schön mit Firmenlogo und sowas drauf. Ja, hier nochmal kleinere Typenbezeichnungsschilder, Reflexionsstreifen, komplett außenrum. Hinten den kompletten langen Schmutzfänger, Beleuchtungsgeschichten. Das sieht alles sehr ordentlich aus. Ja, einfach was zum Transportieren. So einfach ist es. Ne? Manchmal muss es gar nicht kompliziert sein. Manchmal muss es einfach nur gut funktionieren. Dump Trailer. Da haben wir das Ganze auch. 18.000 kostet er für 17.500 Liter. Damit ist er ungefähr bei 1.000 Liter für 1.000 Euro. Damit ist das für mich also so die Schnäppchenversion. Und wir hätten auch noch zig andere Farben geben können. Je nachdem, welche Farbe ihr denn gerne gehabt hätte. Sogar ein Pink. Also das wäre, was heißt sogar auch ein Pink? Genau wie alle anderen Geschichten, wenn ein schönes Beige mag oder so. Ist hier natürlich auch genau richtig. Ja, wie gesagt, sieht ordentlich aus, funktioniert. Was will man mehr, ne? Das ist Mod Nummer 1. Ja, wir haben heute eine Besonderheit dabei. Wir haben nämlich heute mal wieder einen MB-Truck am Start. Und zwar einen, ich glaube, den hatte ich schon mal in einer früheren Version getestet. Das ist Version 2.06, glaube ich jetzt. Da wurden zuletzt die Luftfiltergeschichten gemacht. Aber ich stelle gerne MB-Trucks vor und deswegen ist er heute mit am Start. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange das andere überhaupt her ist. Das könnte. Und ob es überhaupt das war, war das Logo von dem Modder, das leider, ja, zum Glück leider, wie man es dreht, mit drauf ist. Ne? Also er hat ein Symbol auf der Tür drauf, das, ja, hätte ich mir ein- und ausblendbar gewünscht, sagen wir es mal so. Ne? So, wir haben jetzt hier noch den Pickride Hydra Ram, so heißt das gute Stück. Zweiachser Breitreifen Miststreuer, so simpel ist das Ganze. Hier sieht man auch schön, die Warnhinweisschilder sind da, wo man überall nicht stehen sollte, ne? Weil Reflexionsgeschichten sind auch da. Das passt. Wir haben die Beleuchtung vernünftig, Warnhinweise an allen Seiten. Hier noch schöne Typenbezeichnungen gesetzt. Ne? Also das sieht schon mal mehr als ordentlich aus. Bevor wir den anmachen, gucken wir uns den auch mal im Shop an. Da gehen wir mal auf die Miststreuer. Brauchen wir nur ganz ans Ende gehen. Da seht ihr, 52.000 kostet er. Hat 19,4 Kubik, 12 Meter Arbeitsbreite und streut Mist. So einfach ist es. Wir hätten auch hier andere Farben nehmen können. Also richtig schön knalliges Blau. Also sind sehr schöne Farben dabei. Es gibt auch andere Reifenhersteller neben PKT, also André schön. Es gibt auch Michelin-Reifenhersteller. Und wir können auch das Ganze ein bisschen schmaler machen, wenn wir wollen. Den Guard, also den Vorbau vorne, auch den könnte man wegnehmen, wenn man wollte. Aber wie gesagt, alle schöne, knallige Farben. Ne? Da kann man sich nicht beschweren. Sieht echt gut aus. Also. Ne? 52.000 im Verhältnis gesehen zu den anderen Jungs. Ich guck mal, wenn wir hier so Richtung. Also hier so in die Mischung, wie gesagt, er liegt hier bei 150 PS, 16,5 Kubik, 12 Meter. Dann seht ihr mit dem Harve vergleichen, dann liegt er mit 52.000, also echt im guten Preisniveau. Ne? Da kann man sich dann echt nicht beschweren. So, ich würde sagen, anmachen tun wir das Ganze auch noch. Und dann sagen wir dem Helfer mal, er soll mal die Klappe schön hochfahren. Da seht ihr, das macht er auch hydrauliktechnisch. Und dann wird da richtig schöne ordentliche Menge Mist rausgeschmissen. So soll es auch sein. Sieht also sehr gut aus, ne? Funktioniert auch dementsprechend dann sehr gut. Wir machen das Ganze mal wieder aus. Ich lasse ihn so mal stehen, dass wir hinten nochmal die geöffnete Version sehen können. Da sehen wir, die Warnhinweise sind mitgegangen sozusagen. Ne? Hier verschwindet das, hier ist so eine Kante, deswegen sieht das aus, wenn es verschwinden würde. Das ist keine Zauberei, sondern das ist einfach nur eine Querkante und hier sehen wir den ganzen Auswurfapparat. Ja, sehr schön gemacht. So, dann kommen wir ja zur vorhin schon angesprochenen Mod. Wir gehen einmal auf den Parkplatz vom Shop zurück und da sehen wir das gute Stück auch schon stehen.
Der hat auch ein, zwei Lackierungen dabei, die man sonst nicht unbedingt immer eine Auswahl drin hat von einem Beetrag. Was ihr jetzt hier seht, ist natürlich eine ne, Variante hier. Steine der Standardlackierung. Schön die Felgen hier mit dem Mercedes-Symbol drin. MB-Truck 1800 Intercooler. Fängt an beim 1100er, geht bis zum 1800er hoch. Ich habe jetzt hier mal den Luftfilter extra nach oben gesetzt. Wir haben noch drei verschiedene Auspuffanlagensgeschichten hier. Und den Luftfilter, den gibt es entweder lang oder kurz. Ich habe jetzt mal die lange Version gemacht. Wir haben hier Rundumleuchten und sowas dran. Da hat sich der gute Mensch verewigt, ob richtig oder falsch geschrieben oder mutwillig so. Keiner weiß es. Wie gesagt, ich hätte mir ausblendbar gewünscht, um so ein bisschen ja, Realismus ist falsch, aber ne, in echt gibt es den halt nicht mit dem Aufkleber. Ich wüsste es wenigstens nicht. Sagen wir es so. Nummernschild vorne dran. Man kann die Scheiben auch hier aufstellen, vorne, hinten dementsprechend wählen. Also das ist schon mal sehr gut gemacht. Ich gehe einfach mal zuerst in die Auswahl, bevor wir hier draußen anfangen. Wir finden ihn unter mittleren Traktoren ganz am Ende. Da haben wir Grundpreis 97.000. Hier seht ihr die Konfigurationsgeschichte. Da seht ihr die MB-Truck Edition. Silberdistel ist das, was draußen steht. Normal in Silber. Wir haben den in Schwarz-Silber. Das finde ich sehr schön, die Schoko-Sondermodell-Lackierung. Mal was anderes in Silberblau, auch sehr schön. Die Stolz-Lackierungsvariante, Schwarz mit Rot. Ne? Wir haben hier die Agropix Ost-Design, Bundeswehr-Edition. Und das ist der Standard. Also, wie gesagt, ne? MB-Truck-Edition, sehr schön, die ganzen Lackierungsgeschichten dabei. Wir fangen bei 110 PS an. Ne, beim 1100er, der 1300er 130 PS, der Turbo 136, 1400er Turbo ist bei 146, 1500er bei 150, 1600er Turbo bei 166, 1800er Intercooler, das ist der da draußen, steht auch auf dem Parkplatz hier, der hat 186 PS und dann geht es von vorne los. Die Typenbezeichnungen gehen natürlich immer schön mit und ihr seht auch die Haubengeschichte hier vorne. Ich mache es mal ein bisschen so, dann sieht man es besser. Jetzt mal schnell durchklickt, dann seht ihr hier, das passt sich auch mal mit an, ne? Auch die hochgezogene Hutze hier, das sieht also alles schon mal sehr gut aus. Reifenvarianten haben natürlich auch verschiedene Breitreifen. Wir haben bis hin zu, ne? Wir haben jetzt keine Zwillingsbereifung dabei, aber ihr seht selber, wir haben selbst sehr schmale Pflegebereifung dabei. Auspuffanlage gibt es halt die Rohrendung dementsprechend anders oder die komplett ohne. Ne, da seht ihr die Version davon. Wir können hier schön ein Heckgewicht draufsetzen. Das habe ich draußen auch gemacht. Das kann ich gleich nochmal zeigen. 300 Kilo, 600 Kilo, 900 Kilo. Das sind dann die Betonplatten, die da drauf kommen. Die werden ja schön an vier Stellen verschraubt. Ne? Dann haben wir Radnabenabdeckung Standard. Ne? Und die können wir auch mit Stern kriegen. Draußen habe ich die Variante mit Stern. Heckscheibe gibt Aufstellscheibe. Ne? Das können wir noch machen. Genau wie vor, die Frontscheibe auch als Aufstellscheibe, so habe ich es auch gemacht. Luftfilter ist kurz und lang, das war halt noch mit dazugekommen. Rundumleuchten könnt ihr sagen, mit oder ohne. Das gibt es jetzt kein links und rechts, sondern einfach nur mit oder ohne. Dann manuell oder Stufen, also manuell Laststufen oder halt stufenlos. Ich habe jetzt draußen die Stufenlos-Variante stehen. Ich gehe davon aus, dass das hier Action IC, IC und MC, das ist Mouse-Control und Interactive Control ist, das ne, nehme ich mal so an, ich bin da kein Experte drin. Wir haben noch die Möglichkeit, den Auspuff hier auch in Schwarz zu setzen, wenn wir es lieber machen möchten. Und wir haben noch die Variante, das Nummernschild dementsprechend zu wählen. Also es gibt schon sehr viele Möglichkeiten, leider nicht das Logo an- und ausschalten. Ich meine, er hat es verdient, eine vernünftige Umsetzung gemacht zu haben, ja. Aber es ist mal so eine optische Geschichte trotzdem. Ne? Also, wir hüpfen mal eine Runde rein. So sieht das Ganze aus. Wir machen mal die Lichtgeschichte zuerst. Ganz normales Standardlicht. Wir haben hinten das Arbeitslicht, oben das Arbeitslicht, alles noch in so einem leichten Gelbton. Hier hinten seht ihr die Gewichtsplatten, die habe ich vorhin noch nicht gezeigt gehabt draußen. Das ist der Part. Die Rundumleuchten funktionieren auch einwandfrei. Wir blinken natürlich auch auf beiden Seiten vernünftig. Wie gesagt, das ist nicht die erste Version, schon eine verbesserte Version. Wenn wir hier Licht anmachen, dann sehen wir so hier drin nichts. Wenn wir den Motor anmachen, dann sehen wir, da ist noch eine Kontrollgeschichte dazu. Dann fährt das Ganze hoch und dann seht ihr auch schön die Lichtstufen, wie sie zugeschaltet werden. Links an der Seite im Armaturenbereich seht ihr auch Kontrollleuchten dafür und auch schön die Hintergrundbeleuchtung oben im Armaturenbereich selber. Also das sieht schon mal sehr gut aus. Dann, ich mache den mal wieder aus. Ich glaube, Interactive Control müsste, wenn denn so funktionieren.
So, wir haben noch eine Maussteuerung und eine Umschaltung der Fahrrichtung. Dafür muss ich den Motor wieder anhaben, fällt mir gerade auf. So, und ja, da vergehen wir nicht mit unserem ganzen kompletten Apparello. Dann seht ihr, unten wurde auch gerade umgebaut sozusagen, ne? Da seht ihr, dass sie unten nämlich jetzt verschwinden und nach hinten gehen. Ne? Also das sieht auch schon mal einwandfrei aus. Ich gehe jetzt nochmal in den Außenbereich hier. Mit der Maussteuerung kann ich hier die Tür auf und zu machen. Die ist anscheinend so trotzdem da. Ich habe beide Maustasten gedrückt. Teilweise kann ich hinten das Fenster aufmachen, vorne das Fenster aufmachen. Das heißt, das ist dann die Umschaltung Interactive Control oder nicht. Und wenn wir dann wieder nach innen gehen, so, ne, dann seht ihr Interactive Control aktivieren. Kann ich hier auch. Und dann kann ich hiermit auch die Türen und sowas auf und zu machen. Heckscheibe öffnen. Ne, da auch. Das heißt, das ist wohl beides dann aktiv. Ne? Und das sind halt die vier Sachen, die man darüber dann noch steuern könnte. So, ich mache mal die Hilfe aus. Ich mache mal den Motor aus. Hier mache mal die Außenansicht. Dann wollt ihr natürlich auch vernünftig fahren hören, sozusagen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ja, Bremslichter funktionieren einwandfrei. Rückfahrleuchten hat also keine, da müssen wir drauf verzichten sozusagen. Schön auf die Stelle. So, dann stelle ich hier mal wieder ab. Ja, und dann haben wir ihn soweit auch schon gesehen. Also, sehr schöne Geschichte, sehr schönes Gerät. Ich stelle ihn mal hier so schön mittig hin. So, bis man vorne, dass man den Mercedes-Stern mitzieht. Und da steht er dann. So einfach ist es. So machen wir es einfach mal. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war es nämlich dann schon für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen passenden Daumen freuen. Natürlich auch über ein Abo. Und denkt daran, wenn ihr dementsprechend informiert werden wollt, wenn neue Videos von mir rauskommen, das über die Glöck über das Glöckchen passend einzustellen. Dann sage ich dementsprechend nochmal vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.